Immer, wenn ich mich von diesem Tisch hier melde, heißt es mal wieder Produkt-Launch-Time. Ja, oder News-Time. Manchmal haben wir ja auch einfach nur Infos für euch und keine neuen Produkte. Aber heute geht es um neue Produkte und ich kann schon mal sagen, alle Barschangler dürfen gespannt sein. Ich habe das passende T-Shirt an. Johannes Dietl wird euch gleich richtig geile Sachen vorstellen. Es geht um das Thema Hardbaits. Viele von euch haben ja im letzten Jahr, ist jetzt schon wieder, 9 Monate her, ja, auf der Messe Berlin, beziehungsweise zeitgleich zur Messe Berlin, haben wir ja unsere neuen Hardbait-Formen gelauncht. Und da waren natürlich auch einige Größen und Modelle zum Barschangeln dabei. Wie gesagt, gleich gehen wir auf alles genauer ein. Und jetzt ist es soweit, Johannes Dietl bekommt eigene Barsch-Alarm-Varianten dieser Barschköder mit speziellen Farben und mit einem ganz besonderen Gimmick. Doch bevor wir Johannes Dietl zu Wort kommen lassen, ja, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es von unserem Hitch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ja, unser geiler Twitch-Bait, den ich besonders auch extrem liebe. Also im Winter ist Barsch-Twitchen eigentlich so das, was ich fast am meisten mache, ja, noch öfter als Searig-Fischen. Und der schöne Hitch gibt es jetzt in den beiden Größen, ja, und in den bisherigen 6 Farben. Ich sage bewusst bisherig, weil eigentlich gibt es jetzt noch viel mehr Farben, noch dazu später mehr. Ja. Den Hitch gibt es jetzt auch als Flachläufer. Bisher gab es ihn ja nur als Tiefläufer in den 6 und 7,5 cm Größen und jetzt gibt es ihn in allen erhältlichen Farben auch als Flachläufer. Doch darauf geht Johannes Dietl jetzt genauer ein. Infos zu allen unseren Produkten gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Übrigens, ich melde mich ja hier vom Showroom. Ihr könnt uns auch hier besuchen, könnt kostenlos einen Kaffee trinken oder ein kaltes Softgetränk. Ja. Manchmal bin ich auch hier unten. Wenn ihr hier seid, fragt einfach mal nach. Wenn ich nicht gerade so in einer extrem stressigen Phase bin, wie momentan, wo wir den Katalog vorbereiten, nehme ich mir auf jeden Fall auch gerne ein bisschen Zeit für euch. Also falls ihr hier in der Nähe wohnt oder auch mal sagt, Mensch, ich will hier mal vorbeikommen, mir alles genau anschauen von Zeck und auch kaufen, ja, kommt gerne mal bei uns hier im Ladenlokal vor Ort vorbei. So, jetzt aber genug Werbung, ab zu Johannes Dietl und er stellt euch jetzt unsere geilen Hardbaits in den Barsch-Alarm-Sondervarianten mit dem speziellen Gimmick vor, ja, und geht auch generell noch ein bisschen auf den Lauf der Hardbaits ein und wir fangen an mit dem Hitch. Vielen Dank, Carsten. Dann übernehme ich jetzt mal. Leute, erstmal Carsten, danke, dass du das möglich gemacht hast. Das ist wirklich ein sehr mutiger Schritt, diesen Weg mit mir zu gehen, eine Barsch-Alarm-Edition an den Start zu bringen, all dieweil wir mit einem krassen Feature aufwarten, das manche Leute wahrscheinlich auch ein bisschen abschrecken könnte. Diesen Schreck nehme ich euch aber gleich. Kann ich es gleich sagen? Ich sag's doch am besten gleich. Alle Barsch-Alarm-Wobbler haben hinten statt eines Drillings einen Einzelhaken mit einer Feder. Warum? Erkläre ich euch nachher. Jetzt erstmal zu den Ködern an sich. Wir haben den Hitch, den Danny und den Johnny Walker. Der Hitch ist ein Twitchbait, also ein schlanker Wobbler, den es in 4 Versionen gibt, nämlich in 2 Größen und in 2 Lauftiefen. Und dann kommen wir auf 4. Also einmal als Flachläufer in 6 cm, einmal als Flachläufer in 7,5 cm und einmal als Tiefläufer in 7,5 und einmal als Tiefläufer in 6 cm. Was den Wobbler auszeichnet, ist sehr gute Flugeigenschaften auf jeden Fall. Das Ding fliegt wirklich gut, schön weit, auch an relativ starken Routen. Also könnt ihr den hier, der wiegt nicht so viel, ne? Der wiegt, glaube ich, so 6 Gramm ungefähr, den könnt ihr mit einer schweren Spinnroute, mit einer M-Klasse einigermaßen weit werfen. Was wichtig ist, wenn ihr so ein Mischangeln macht auf Zander, Barsche und Rapfen und Hechte, dann könnt ihr den gerne auch mit einer stärkeren Rute fischen, weil er eben sehr gut fliegt. Was den Köder noch auszeichnet, ist Lautlosigkeit. Das Ding ist silent. Silent hat den Vorteil, an manchen Tagen helfen die Rasseln brutal. Ne? Dann sind, wenn die Fische aggressiv sind, dann können die Rasseln das Ganze nochmal zusätzlich aufpowern und können die Fische pushen und dann hauen die Dinger weg. Aber es gibt erstens sowas wie einen Gewöhnungseffekt. Das heißt, wenn ihr eine Stunde lang mit Rasselwobblern auf einem Platz angelt, sind die Fische, und da immer wieder mal ein Fisch fehlt aus einem Barschwarm, sind die Fische irgendwann vorgewarnt. Dann gibt's halt, dann wird dieses Rattern plötzlich, was einmal geil war, zur Gefahr.
oder als Gefahrenquelle erkannt und dann beißen sie es nicht mehr. Deswegen Silent, und Silent ist wirklich an vielen Tagen auch die bessere Version. Und dann gibt es den halt jetzt in so vielen Varianten, dass ich den im Flachwasser fischen kann, aber eben auch an der Kante oder im Mittelwasser, je nachdem, also im Mittelwasser von einem 50 Meter See natürlich nicht, aber mit dem Tiefläufer kommt er schon gut runter und könnt dann auch über großen Wassertiefen an Futterfischschwärmen angeln, in die er das Ding reinschickt. Während der große Tiefläufer, also der 7,5er, auf 2,5 Meter runterkommt, wenn er ganz dünne geflochtene Schnur nimmt oder dünnes Fluorcarbon, sogar noch ein bisschen tiefer, dann könnt ihr vielleicht sogar schon knapp an die 3 Meter rankommen. Der hier 1,8 Meter ist die Angabe, aber auch da habe ich schon 2 Meter locker erreicht, weiß ich, weil ich mit dem Echolot geschaut habe, wie tief es ist, und ich habe auf einer Muschelbank geangelt und da bin ich halt gegen die Muscheln getackert. Also weiß ich, mit Feiner, mit der 10er Momoi, mit der 04er, neue Bezeichnung, 04er Momoi KSPE, kriege ich das Ding tiefer als 2 Meter runter. Das ist eine schöne Sache. Dann haben wir nämlich 2 Tiefläufer in 2 Größen für die Fische da unten. Und für die Fische, die im Sommer speziell oder dann auch im Winter sehr gerne sehr flach kommen, haben wir den Flachläufer. Der kleine läuft so auf 0,6 bis 0,8 cm, auch immer schnurabhängig. Und der hier 0,8 bis 1 Meter. So roundabout. Alles abhängig von euren Schnüren. Dazu ist zu sagen, je dicker die Schnur, desto flacher laufen sie, und von der Gesamtkonfiguration eures Angelgeräts. Also wenn ihr ein dickes Vorfach habt, eine dicke Hauptschnur, werdet ihr die 0,8 cm oder 0,6 cm nicht erreichen, dann laufen sie vielleicht 0,4 oder 0,5. Wenn ihr aber feiner angelt, geht er immer weiter runter. Das ist wichtig zu wissen. Die Lauftiefe ist natürlich auch noch ein bisschen von der Köderführung abhängig. Was ihr aber wissen müsst, ist, die Dinger, zum Thema Köderführung, es sind Suspender. Suspender sind schwebende Wobbler. Das heißt, nachdem ich den zweimal angeschlagen habe oder dreimal oder auch fünfmal und den stehen lasse, hält er einfach die Wassertiefe, wie wenn er eingefroren wäre. Der bleibt da stehen und in diesen Momenten kommen die Fische oft und räumen den ab. Suspender also immer wichtig. Erstens, um den Biss im Stillstand zu triggern. Zweitens, um auch die Lauftiefe zu garantieren nach einem Spinnstopp. Mit solchen Suspendern könnt ihr natürlich alle möglichen Fische fangen. Ne? Hechte im Mittelwasser, Hechte an der Krautkante, Zander kann man damit zocken, kann die schön gegen den Grund twitchen, kann da irgendwelche Rapfen rauskurbeln, durchs Mittelwasser gefischt oder flach unter der Oberfläche. Meine Farben richten sich aber in allererster Linie an den Barsch. Und jetzt möchte ich euch gleich mal zeigen, was wir für 6 Farben entwickelt haben und inwiefern die auf den Zielfisch Barsch zugeschnitten sind, wenngleich man natürlich mit sowas hier natürlich auch Zander fängt und mit sowas natürlich auch Hechte und Rapfen. Aber wir haben sie in Richtung Barsch getunt. Dass Barsche auf Rot stehen oder beziehungsweise Orange, das hat mir, mein Opa hat nicht geangelt, aber der Kumpel von meinem Opa, der hat es mir schon verraten. Das weiß jedes Kind. Und dementsprechend haben wir an alle Wobbler hinten als Triggerpoint, sage ich mal, noch eine orangefarbene Feder auf den Einzelhaken gemacht. Den Einzelhaken haben wir da hinten dran geschraubt, weil ich finde, wir werden immer besser, die Köder werden immer besser. Wir fangen immer mehr Fische. Man hat halt manchmal so Angeltage, wo man, das hört sich für manche jetzt vielleicht abgefahren an, aber es gibt Tage, da fängt man halt mal 50 Barsche pro Angler, wenn es mal richtig läuft. Und es sind dann nicht immer nur die größten. Und zwischenrein kommen dann auch mal Hechte, dann kommt mal ein Rapfen angesaust. Und wenn die sich alle diese Drillinge reinhauen, dann hast du am Ende des Tages 3 Kleinbarsche auf dem Gewissen, vielleicht noch einen kleinen Hecht irgendwie ins Wasser geschickt mit ein bisschen blutender Kieme. Alles nicht so cool. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir Barschangler den anderen Anglern das vorleben. Es geht auch ein bisschen abgespeckt. Der Doppeldrilling, klar, fängt er immer mal. Der ratscht auch mal immer mal einen Fisch von außen. Will man eigentlich ja auch nicht als Fairplay-Angler. Wir haben einen Fixpunkt erstens.
der macht den Köder attraktiver. Und zweitens ist es so, dass wenn die diese Feder hier ansaugen, ne, das geht super einfach. Die Feder hilft quasi noch ein bisschen, den Haken ins Barschmaul rein zu transferieren. Und unser Ziel ist es, dass möglichst viele Fische da hinten hängen bleiben. Die Aufmerksamkeit ist auf den Einzelhaken gelegt, funktioniert meistens sehr gut. Jetzt gibt's Leute, die sagen, yo, auf 3 Flunken, wenn ich den dann ranziehe, verteilt sich der Druck besser und 3 Flunken sind fischschonender am Ende als ein Einzelhaken. Das hier kommt aus der Praxis. Ne? Das ist jahrelange Angelpraxis. Ich will mich nicht über irgendwelche anderen Angler stellen. Ne? Ich bin nicht der bessere Angler und so. Ich angel halt viel. Und ich finde, aus meiner Sicht ist das eine super gute Sache, ein super Kompromiss. Vorne den Drilling, hinten den Einzelhaken, vorne den Drilling. Warum? Weil die Fische meistens den ja dann so quer haben. Also ganz selten passiert es, dass die den über den Drilling wegbeißen. Meistens hängt er dann quer und dementsprechend ist er nicht tief drin. Da macht der Drilling dann auch Sinn und schadet nicht. Und hinten habe ich halt den Einzelhaken. Ich finde es super. Und ich finde es mutig, Carsten, dass du da mitgehst. Und ich fände es super mutig von euch, wenn ihr auch mitgeht, Mann. Echt. Der Barsche zuliebe. Und der Hechte und allen anderen. Hier haben wir die Farbe Glam Perch. Glamouröser Barsch. Den haben wir so genannt, weil der eben so schön glitzert. Weil dieses Chromgrün da kommt. Und wir starten hier von oben, ne, mit einem dunklen Rücken. Und dann geht es aber hier ins Oliv und dann geht es weiter in so ein Grün, wird gegen unten immer heller und reflektiert halt unheimlich gutes Sonnenlicht. Außerdem zeichnet sich die Farbe aus durch diese kräftigen Streifen. Habt ihr auch schon mal gehört, Barsche sollen so Streifen auf der Seite drauf haben. Man nimmt die zum Tarnen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber, wenn ihr den bewegt, ist dieses Streifenmuster, das dann vorbeizieht an so einem Barsch, das nehmen die halt unheimlich gut wahr, weil es ein Kontrast im Köder nochmal ist. Und dann haben wir unten einen ganz hellen Bauch, wie ein Barsch halt auch hat, heller Bauch, mit nochmal 2 UV-Punkten an der Kieme und am After. Und der Bauch ist nochmal, wie soll man denn sagen, den haben wir nochmal mit so Glitterpartikeln beschossen und die sind dann angeklebt. Und wenn man das genau, also wenn man das von nahem sieht und mal ein bisschen in die Sonne hält, glitzert also dieser Bauch. Das ist sogar so ein kleines Relief und da bricht sich das Licht nochmal anders. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Feature, das ich so eigentlich bei noch keinem Wobbler gesehen habe. Und da sind wir mächtig stolz drauf, weil sieht doch geil aus, oder? Jetzt bleiben wir natürlich erstmal natürlich. Wir brauchen Barschdesign für die Kannibalen, aber es gibt natürlich ohne Ende Barsch-Weißfischfresser und die müssen wir auch bedienen. Dieses Design hier nennt sich Fire-Uki-Uki-Ukelei-Laube und Fire wegen der Punkte hier. Wir haben hier da unten unsere UV-Punkte dran und den Feuerschwanz, den Firetail. Und was kann man dazu sagen? Ja, wir kommen hier mit Blau über den Rücken, kommen wir blau rein. Die Seite haben wir mit so Schuppen bekleben lassen. Und dann geht es in so einen Chrombereich rein. Und was macht der? Der glitzert halt brutal. Und das macht er genau wie so ein kleines Fischchen. Stell dir ein kleines Fischchen vor. Kleines Fischchen schwimmt in der Sonne. Sonnenlicht prallt drauf. Überall glitzert und blitzt irgendwie. Und genau den Effekt haben wir mit dem Wobbler auch erzielt. Und dann fällt er aber, wenn wir den in so einen Schwarm reinwerfen und vielleicht zum Beispiel unter dem Schwarm angeln, dann fällt er da raus durch die Feuerelemente. Also das wird schon der erste sein, den sie sich greifen. Schöne Augen auch, giftige silberne Augen. Das habe ich beim Perch vergessen im Übrigen. Der hat hier so goldene Augen. Auch so ein bisschen immer ans Design angepasst. Hier also die Silberaugen. Wunderschönes Design und ich würde sagen, wir bleiben einigermaßen natürlich und gehen zum Flashing Wakasaki, haben wir es genannt. Flashing Wakasaki deshalb, weil auch hier
flasht's und glitzert's am Bauch. Wir haben wieder ein bisschen dezenter allerdings unsere UV-Punkte drauf. Und dann haben wir hier so einen Farbverlauf von braun. Dann wird es so semi-transparent und klarsichtig und ein bisschen violett hinten dran. Silberfarbene Augen, ganz natürliches Design auch. Eher halt so ein bräunlicher Fisch, aber auch halt, ja, ist ein Weißfischimitat. Muss man halt immer sehen, wie schauen die Fische im Wasser aus. Und dann kann man sich die Wobblerfarbe dementsprechend auswählen. Jetzt das eine Design, bei dem wir keinen Glitzerbauch haben. Das nennt sich Mezzo. Mezzo ist stark UV-aktiv. Der hier brennt richtig. Das ist ein richtiger UV-Burner-Punkt. Auch ein Fixpunkt. Dunkler Kopf, aber der Körper hier stark UV-aktiv. Am ersten vergleichbar mit Motoröl. Aber dann haben wir hier die Streifen drauf, die unterbrechen das. Also wir haben dann quasi einen glühenden Körper, einen UV-glühenden Körper mit Strichunterbrechung. Also auch wieder im Moven die Kontraste. Dann wird es hier unten so ein bisschen orange, schön transparent. Hinten wieder unser Lockhaken. Geile Farbe auch. Und wenn wir jetzt schon Barschalarmfarben haben, dann darf ja eine Farbe. Ich glaube, es ist die Barschalarmfarbe, die jetzt auch relativ häufig in Umlauf gebracht wird, die am meisten gedonnert hat. Purple Chartreuse. Und bei einem Hardbait kann man natürlich noch mal ein bisschen anders Gas geben als bei einem Gummifisch. Der Gummifisch, die Zanderfarbe, sage ich jetzt mal meine, aber auch bei Barschenhechten und so super beliebt, ist ein Schocker. Schöner Kontrast, Purple oben und dann halt die Chartreuse eine Flanke. Was haben wir noch zusätzlich gemacht? Wenn ich sage, wir haben Gas gegeben, wir haben noch zusätzlich hier einen Fixpunkt auf die Seite draufgesetzt, haben wieder unseren Glitzerbauch und haben unten nochmal die orangenen Fixpunkte, sodass dieses Ding echt der ultimative Schocker ist. Nicht nur für trübes Wasser, den könnt ihr auch glasklar im glasklaren Wasser fischen. Ihr müsst euch immer bewusst sein, so dieses Chartreuse ist eine der Farben, die Fische einfach am besten sehen. Und das kann auch im klaren Wasser oft kein Fehler sein, wenn Fische den Köder sehen. Aber im trüben Wasser ist es natürlich ein großer Vorteil. Und die Farbe, Liebe auf den ersten Blick, es ist das Gespenst. Wir haben es Spook genannt, wegen eben der Gräten auf der Seite, die an so ein Skelett erinnern einfach. Und eben auch wegen dem Bone Hauptanteil, also Bone, ihr kennt sicher Bone alle, fischt auch bestimmt der eine oder andere von euch gern weiß. Und wir haben halt gedacht, wir entwickeln das Weiß noch ein bisschen weiter zum richtigen Kracher und haben dann halt ein bisschen Gas gegeben. Haben hier den Rücken schön grau gemacht mit so kleinen Rauten drin, haben dann die Gräte auf die Seitenlinie gesetzt. Die Gräte auch wieder ein Kontrast, ein guter in sich. Weiß und dunkel brechen sich halt im Vorbeiziehen. Und dann haben wir unten wieder unseren Glitzerbauch, haben vorne und hinten an After und Kieme halt das Rot, also Orange, UV-aktives Orange. Und so kam halt ein richtig geiles Kracherdesign zustande, von dem ich sicher bin, dass es fast ähnlich Furore machen wird wie Purple Chartreuse. Das waren jetzt also die 6 Barschalarmfarben. Ich habe sie euch am Hitch gezeigt, aber es wäre ja langweilig, wenn es die nur auf dem Hitch geben würde. Ja, auch wenn ich den Hitch sehr mag, muss ich Johannes schon ein bisschen recht geben. Es wäre ein bisschen langweilig zumindest, wenn man nur ein Twitch-Bait zur Verfügung hätte. Auch wenn man verschiedene Varianten, verschiedene Größen, verschiedene Lauftiefen, ganz verschiedene Farben haben. Ja. Deshalb haben wir aber, ja, um dieser Langeweile vorzubeugen, auch noch andere Barschköder im Sortiment. Ihr kennt es ja bestimmt schon, kommen wir gleich drauf zurück. Aber zuerst einmal müssen wir natürlich über das Thema UV-Aktivität sprechen. Johannes hat es euch schon gesagt und jetzt zeigen wir es einfach auch mal. Hier sind die 6 Farben und darunter seht ihr jetzt auch die UV-Aktivität. Und da ist wirklich schon sehr schön zu sehen, wie die Farben sich dann im UV-Licht verändern. Also sehr, sehr geil, würde ich mal sagen. So, und jetzt kommen wir zu den weiteren Varianten. Wir machen den Sprung auf unseren Crankbait, den Danny, ja, oder wie Markus Eule sagen würde, der Danny Alder. Der Danny, der Kult-Crankbait, der uns schon so viele schöne Fische in Competitions gebracht hat. So viele Videos haben wir schon produziert und
der Chris hat den nochmal überarbeitet. Und inzwischen haben wir zwei Größen, 45 mm und 55 mm und zwei Tauchtiefen, nämlich einen Flachläufer und einen Tiefläufer. Was zeichnet den Danny aus? Zum ersten fantastische Wurfeigenschaften. Das haben die ja alle so ein bisschen gemein, die kompakten Wobbler. Ah, der hier fliegt wirklich brutalst weit. Fliegt weit und erreicht sauschnell seine Arbeitstiefe. Ganz toller Wobbler. Während der Tiefläufer ganz engmaschig läuft, läuft dieser Flachläufer, auch wenn man ihn nur leicht zieht, ne, bricht der wunderbar aus. Richtig ausladende Aktion. Da seht ihr anhand auch der Feder, seht ihr erstmal, wie krass dieses Ding arbeitet. Das sind echt absolute Flugmonster. Wenn ihr gegen den Wind schmeißt, erreicht ihr schon super Wurfweiten. Wenn ihr mit dem Wind arbeitet, fliegen die Teile bis zum Mond. Sehr geile Köder, auch für die Baitcaster auf jeden Fall. Weil eben kompakt, weil wenig Widerstand, werfen sich super, wenig Tüttelalarm. Also für Einsteiger auf jeden Fall eine gute Nummer. Und wozu braucht man Crankbaits? Crankbaits nimmt man, sind Suchköder. Mit denen fischt ihr ganz schnell die Spots ab und schaut, ist ein Barsch da, ist kein Barsch da. Wenn nichts reagiert, nächster Platz und Dauerfeuer. Powerfishing. Das sind Powerfishing-Tools. Den Tiefläufer könnt ihr auch verwenden, um den Grund abzuschaben. Ne? Dann stellt er sich so, der vordere Drilling ist abgedeckt vom Köder, bleibt fast nie hängen, auch in Steinen nicht. Wenn ihr Steinkontakt habt, ihr spürt den, lasst dann kurz aufsteigen und kurbelt dann erst weiter. Müsst ihr nicht mal twitchen, nichts, einfach durchkurbeln. Und den Flachläufer, den lasst ihr halt an Krautbetten vorbeipreschen, über Krautbänken, im Flachwasser arbeiten, vorm Schilf. Ich bin mir sicher, da fällt euch eine Menge dazu ein. Natürlich gibt es auch den Danny in sämtlichen Barschalarm-Dekoren, also in Purple Chartreuse, Spook, Fire Oki, Flashing Wakasaki, Glam Perch und last but not least Mezzo. Einzelhaken hinten dran bei 5 Designs, der Glitzerbauch und attraktive Punkte, attraktive Farben. Alles geil gemacht, um euren Lieblingsfischding festzumachen und meinen auch. Der Danny, ja? Echt ein geiler Crankbait. Ich kann schon mal so viel verraten vom Benny auch. Ja? Liebe Grüße an Benny Gründer. Ja? Thema Welsangeln sind wir hier ein bisschen fern. Ja? Köderfische kann man damit fangen. Ja? Man kann ja auch auf Döbel zum Beispiel angeln. Aber es soll auch Leute geben, die Barsche manchmal als Köder nehmen. Ich will aber nicht abschweifen, bevor ich jetzt als Welsangler noch gehatet werde. Wir sind hier ja beim gezielten Barschangeln und deshalb kommt man nicht auf Benny zu sprechen, sondern auf Danny. Ich würde nämlich sagen, von Danny werdet ihr in diesem Jahr noch sehr viel hören. Markus war ja auch beim YPC Bank und mal gucken, ja, ob es der Danny wieder gerichtet hat. Aber ich darf vertraglich, allein schon aus vertraglichen Gründen, nicht spoilern. Deshalb machen wir einfach mal weiter mit dem Thema Oberfläche. Ja, das hier ist unsere Topwater-Rakete, der Johnny Walker. Und Rakete trifft das Ganze wirklich auf den Punkt. Wir haben den in zwei Größen. Hier der kleine hat 5,8 cm, man sieht es ihm kaum an. Der ist ja wirklich mini. Und dann haben wir noch den großen, in Anführungszeichen groß, 7,5 cm. Formate, die jeder Barsch reinknallt. Und da haben wir nur zwei Farben und das hat Gründe. Der kleine Johnny Walker mit seinen 5,8 cm wiegt keine 5 Gramm, das kann ich euch schon sagen. Das Krasse ist aber die Flugweite. Also wir fischen den teilweise auch zum Rapfenangeln. Ne? Rapfen wollen halt manchmal auch dieses Brutfischformat. Fischen wir den mit der 21 Gramm Route. Ich habe auf Sardinien habe ich ihn sogar gefischt an einem 33er Fluorcarbon Vorfach. Da darf so ein kleiner Köder eigentlich nicht laufen und nicht fliegen. Macht er aber trotzdem. Das Ding ist brutal. Das ist ein Weitenjäger und wenn ihr mit entsprechend feinem Gerät angelt, also wirklich die feinste Momoi-Schnur nehmt, die Cast PE 04 und ein dünnes Fluorcarbon, ein 20er, ein 23er, das Ding ist der absolute Weitenjäger. Richtig geil und vor allem, was auch geil ist, ihr kriegt den auf die Weite animiert. Ihr müsst einfach mit der Rutenspitze ein bisschen wackeln und durchkurbeln, dann geht er ab wie die Luzi.
hat man früher mal gesagt. Und das macht er wirklich echt richtig cool. Und was der Kleine kann, kann der Große natürlich erst recht. Der Große ist erst recht ein Weitenjäger, ist ja klar. Schöne Form, schön hinten die Kugeln drin. Der fliegt wie Sau und nichts behindert ihn. Keine Tauchschaufel schränkt da irgendwas ein. Der zieht sein Ding durch und fliegt halt und fliegt und fliegt. Und irgendwann landet er, dann macht er die Rolle zu. Und das Ding läuft auf der äußersten Distanz ganz zuverlässig. Ihr merkt schon, ein bisschen habe ich ihn ins Herz geschlossen. Ich mag ihn sehr. Und ich mag vor allem auch unsere beiden Farben. Jetzt fragen sich bestimmt viele von euch, ja, ey, 6 Barsch-Alarmfarben bei dem Danny, 6 Barsch-Alarmfarben beim Hitch und beim Dings ist ihnen dann der Sprit ausgegangen beim Johnny Walker oder was war los? Ich sag so, man muss es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Manchmal ist Angeln so einfach, kann es auch sein. Und Topwater angeln, klar sehen die Fische immer mal was von dem Köder, von der Köderseite. Ne? Da wird sich auch durch die Brechung, durch die Lichtbrechung an der Wasseroberfläche, wird so ein Rapfen, Barsch oder whatever auch sehen, dass die Flanke vielleicht gelb ist oder so. Aber das spielt halt nicht so die Wahnsinnsrolle, weil in erster Linie kommen die Fische von unten und sehen einfach, was sie da halt sehen, nämlich den Bauch. Und dann braucht man eigentlich nur 2 Bäuche, meiner Sicht. Einen, der voll UV ist, der irgendwie noch eine Lockkraft hat, im Dunkeln auch gerne oder im Halbdunkel. Und einen weißen, wo sie halt hochschauen. Und wann immer die irgendeinen Fisch anvisieren, der oben schwimmt, hat er zu 90% einen weißen Bauch. Alle haben weiße Bäuche. Deswegen hier das Naturdesign, der Weißfisch für die Wasseroberfläche. Perfekt mit ein bisschen mehr Violett hier, ein bisschen bläulich und da oben so braun. Unten wieder dezente UV-Punkte, dezent, weil wir wollten es ja natürlich halten. Und dann aber schon unsere Glitzerfläche, die Glitzerbeschichtung, wo schön nochmal ein bisschen Licht gestreut wird. Richtig geil. Und beim Spinnstopp steht er dann so im Wasser, ne? Und da macht sich dann diese natürliche Farbe dann schon gut. Und die zweite Farbe ist das Zitrönsche. Lemon Flash haben wir es genannt. Lemon Flash hat das Skelett vom Ghost, also die Fischgräten, nur eben in Silber drauf. Auch nochmal ein kleiner Kontrast. Startet gelb rein, ist dann so ein bisschen transparent und dann haben wir unten einen transparenten, aber UV-aktiven Bauch. Richtig geiles Design, super fängig, hat sich schon super bewährt. Vor allem auch in den Dämmerungsphasen, morgens und abends. Nicht nur, weil die Fische den geil sehen, sondern wenn ihr ein bisschen erhöht steht, sieht man den gelben Köder halt auch super gut. Und wenn der dann steht oder so, wenn ihr den ein bisschen langsamer laufen lasst, seht ihr genau da, wo ist das Ding, was passiert da drumherum. Und ihr könnt ihn super anvisieren, wisst, wo, wie weit ihr geworfen habt und so weiter. Macht auf jeden Fall Sinn und fängt wie Sau. Also wie es halt so ist, Barschalarmfarbe geil, Barschalarmfarbe oft mit dem Glitzerbauch oder eben hier mit dem UV-Bauch. Beides Lockbäuche, Lockwampen und dann haben wir hinten dran halt die Feder. Und die Feder ist vor allem auch beim Topwaterangeln sehr wichtig. Die bewegt sich eigentlich entgegen dem Rhythmus, dem Laufrhythmus von dem Köder. Also Köder schwenkt nach da, Feder schwenkt nach da, immer entgegengesetzt. Ich habe mich ja früher viel in Amerika eingelesen, ganz viele in Fishermans und Bassmaster Magazine gelesen. Und da habe ich mal gelesen von einem Angler, der meinte, dass der Köder eigentlich nur das Wurfgewicht ist und das Entscheidende an so einem Toppi ist die Feder. Und natürlich haben wir die Feder dann auch bei den Barschalarm-Toppis hinten dran gemacht. Aus Fairplay-Gründen, aber eben auch aus fangtechnischen Gründen. Unser lieber Johnny Walker. Ja, am Rande noch eine Info. Es ist mal eine große Johnny Walker-Sendung im Zoll hängen geblieben, weil sie echt gemeint haben, wir importieren Alkohol. Also, aber ich finde den Namen einfach so geil. Ja?
Walker, ja, weil er einfach an der Oberfläche walkt. Ich glaube, man muss ja gar nicht weiter erklären. Zwei Farben in der Barschalarm-Range reichen in meinen Augen, so hat es Johannes ja auch erklärt. Wir wollen ja nicht unbedingt die Wände der Angelläden zukleistern mit extrem vielen Farben. Beim Thema Oberfläche sind wir ein bisschen reduzierter unterwegs. Es passt auf jeden Fall, zumal wir ja auch noch vier weitere Farben im normalen Sortiment haben. Ganz wichtig, der Hinweis, es gibt ja jetzt nicht nur diese sechs Farben, die euch vorgestellt worden sind, beziehungsweise zwei Farben von unserem Oberflächenköder Johnny Walker, sondern wir haben hier noch weitere Farben im Sortiment. Sechs Stück, beziehungsweise vier Stück beim Johnny Walker, macht in Summe dann 12 Farben. Die Barschalarm-Varianten hinten mit Einzelhaken, die normalen Varianten mit zwei Drillingen, für die, die einfach ja, auf Nummer sicher gehen wollen. Und Johnny Walker gibt es in vier Farben, beziehungsweise jetzt als Barschalarm-Variante noch in zwei weiteren, macht insgesamt 6 Varianten. Was ich ebenfalls noch an dieser Stelle hier hinzufügen möchte, wir haben jetzt alle Sprengringe unserer Köder, ja, alle Hardbaits, die Sprengringe, die sich an den Hardbaits befinden, auch bei den kleineren Hardbaits, ja, haben wir jetzt auch einzeln bei uns im Online-Shop. Viele Händler werden es wahrscheinlich auch aufnehmen oder zumindest einige. Ihr findet in der Produktbeschreibung, ja, dran denken, ja, links direkt in der Videobeschreibung, in der Produktbeschreibung, auf der jeweiligen Artikel-Detailseite, ja, bei uns im Online-Shop, da findet ihr die Größe der Sprengringe bzw. die Variante des Sprengrings, der an eurem Hardbait befestigt ist. Und noch viel wichtiger, ja, wir haben sämtliche Drillinge und auch die Einzelhaken mit Federn ebenfalls im Zubehör. Das heißt, falls mein Haken kaputt ist, irgendwie aufgebogen nach dem Hänger oder eine krumme oder stumpfe Spitze nach dem Hänger oder so, ja, oder nach Hunderten von Fischen, ja, die wünsche ich euch natürlich viel mehr als Hänger, dann könnt ihr jetzt die Haken austauschen oder aber auch Köder, die ihr daheim habt, ja, wo ihr vielleicht gar nicht so zufrieden seid mit den Haken, ja, die könnt ihr auch mit unseren Hardbait Trebles ausstatten, so heißen die, oder aber auch umrüsten auf Einzelhaken, unser Feathered Single Hook. Wie gesagt, die Größen, die sich an den entsprechenden Ködern von uns befinden, findet ihr dann auf der Produktdetailseite bei uns im Onlineshop. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns noch einmal die UV-Aktivität des Johnny Walkers an. Ja, die beiden Farben, die wir hier haben. So sieht es also aus, wenn das Licht aus ist und UV-Anteil im Licht mit drin ist. Ist ja, ich glaube, sogar nur morgens und abends der Fall. Aber Fakt ist, diese UV-Aktivität macht besonders in diesen Zeiten unter Wasser was. Und deshalb berücksichtigen wir das auch und zeigen euch das auch. So, das war der Produktlaunch. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt noch dran seid. Am Ende des Videos schalten ja die meisten ab. Viele von euch werden wahrscheinlich jetzt schon im Online-Shop sein und shoppen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Produktverfügbarkeit, ja, dass ihr schnell genug wart und alles ergattern könnt, was ihr wollt. Gerne auch den Fachhandel eures Vertrauens besuchen. Support your local dealer, das machen wir auch. Also sowohl im Direktvertrieb als auch in Partnerschaft mit dem stationären Fachhandel oder aber auch, ich sage hier immer stationärer Fachhandel, natürlich gibt es auch schöne große Online-Shops mit gemischten Warenkörben, wo man sich auch noch anderes Zeug zulegen kann. Vielleicht gibt es ja auch zum Beispiel ein paar Karpfenangler, die gerne hier auf Raubfisch angeln oder auf Waller und die können dann natürlich auch in den großen Online-Shops einkaufen, wo er alles Mögliche bekommt. So. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin momentan krass im Stress, ja, im Katalogstress, im Händlerkatalogstress. Habe ich ja, glaube ich, auch schon das letzte Mal erzählt. Dann gibt es noch ein paar Dinge abzuschließen und dann werde ich endlich mal wieder sogar ein paar Wochen zum Angeln kommen. Ja. Da freue ich mich ja drauf. Aber wir bleiben in Kontakt, demnächst auch nochmal mit einem neuen Newstime-Video, wo wir euch mal keine Produkte vorstellen, sondern zur Abwechslung mal wieder zahlreiche Infos an die Hand geben. Stichwort Messe Berlin, Stichwort Deadbait Range. Und noch ganz viele andere Stichworte gibt es da. Doch das alles im nächsten Newstime-Video. Also bis die Tage. Viel Spaß beim Einkaufen. Gebt nicht so viel Geld aus. Ciao, euer Carsten.